Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Gamer. Ich bin der Generation Gamer G6. Wir sind bereits bei unserem 16. Online-Part, beziehungsweise Let's Play-Part, besser gesagt, zu The Legend of Zelda The Minish Cap. Und hey, ich habe 60 Rubinen zusammenbekommen. Und diesmal mussten wir nicht, wie ich fälschlicherweise das letzte Mal dachte, das blaue Elixier hier quasi kaufen. Nein, wir brauchen diesen Pilz. Ein Wegpilz für 60 Rubine kaufen? Ja, selbstverständlich doch. Macht aber nichts, weil ich brauchte ja sowieso diese 60 Rubinen. Also, ob jetzt für diesen blauen Trank, der kostet übrigens auch 60, oder jetzt für diesen Pilz. Den habe ich gerade sozusagen durch Zufall in die Hand genommen, weil ich eigentlich mit der Hexe reden wollte. Und ja, diesen Wegpilz, den brauchen wir, weil er einen absonderlichen Geruch hat, weil er ziemlich stinkt, um auf gut Deutsch gesagt. Können wir damit den Schuhverkäufer jetzt gleich wecken? Jetzt haben wir hier noch ein Glücksfragment. Und ja, hat sich's dann doch gelohnt. Man stelle sich vor, ich hätte jetzt das Elixier wieder gekauft, um dann festzustellen, dass es doch das Falsche war. Ja, manchmal muss man wirklich ganz genau hinschauen bei Zelda. Jetzt haben wir aber den Pilz. Und jetzt sollte das eigentlich kein Problem sein. So, jetzt müssen wir nur wieder zurück. Jetzt sind wir bei der Loon Farm. Wir müssen zurück in die Stadt, Stadt Hyrule, und da müssen wir dann zum Schuhmacher, zum Schuhverkäufer, der uns jetzt quasi die Pegasus-Stiefel ja, fertig machen muss, den letzten Feinschliff sozusagen noch verpassen muss. So, mein Lieber, jetzt schnüffel mal hier an dem Pilz. Oha! Dieser Geruch, der durch und durch geht. Der Duft des Wegpilzes. Hast du mich geweckt? Danke, ich habe hier nämlich noch einiges zu tun. Ja, definitiv, natürlich. Nanu, was ist denn das? Es sind ja schon wieder neue Schuhe fertig. Ich habe nämlich die Angewohnheit, im Schlaf Schuhe herzustellen. Nee, nicht wirklich. Das sind in diesem Fall wirklich die Minish. Ja. Ich schenke dir diese Schuhe, weil du mich geweckt hast. Einen Moment, sie sind gleich fertig, ja. Das passt doch mal wie die Faust aufs Auge. Wir haben ihn geweckt und als Belohnung bekommen wir einen Satz neue Pegasus-Stiefel. Jo, Schlumps, exklusive Pegasus-Stiefel, so leicht. Damit können wir jetzt rennen wie ein junges Pferd. Awesome. Halte den Knopf gedrückt, um zu rennen, wie der Wind. Ah, ich muss schnellstens die Schuhe zu Zelda fertigstellen. Ja, dann solltest du mal lieber nicht mehr schlafen. Wobei, vielleicht werden sie dann doch erst recht fertig. Die Minish scheinen ja ein ziemlich arbeitswütiges Völkchen zu sein. Also, stelle ich mir sehr interessant vor. So, jetzt sind wir auf jeden Fall ausgestattet eben mit diesen Pegasus-Stiefeln. Und jetzt, Leute, jetzt müssen wir uns aber endlich mal aufmachen in Richtung drittes Dungeon. Jetzt haben wir schon wieder viel, viel Zeit. Ein paar kleine Fails zwischendurch uns geleistet. Und jetzt... nee, hier kommen wir auch nicht lang. Jetzt müssen wir erstmal hier oben wieder zurück. Und ja, dann machen wir uns auf den Weg Richtung drittes Dungeon. Beziehungsweise müssen wir dann unser drittes Element bereits schon einsammeln. Und ja, vier Elemente brauchen wir insgesamt. Dann haben wir die Macht, das weiße Schwert mit allen Elementen zu vereinen. Oh, wir können hier sogar Milch kaufen. Nee, aber ich brauche jetzt erstmal keine Milch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die gibt nachher wieder volle Energie. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich meine... Wo war das? War das in Ocarina of Time? Irgendwo war das doch schon mal, dass ich Milch kaufen konnte. Da gab es auch diese Farm. Und ja, ich meine, diese Milch bringt nachher wieder voll Energie. Aber sei es drum, jetzt schauen wir mal, kriegen wir hier vielleicht noch was? Ne, brauchen wir auch ehrlich gesagt erstmal nicht.
Wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, nee, da oben. Ich bin natürlich jetzt lang. Oh, ja, toll. Kaum sage ich das. Oh, vielleicht kriegen wir von dem noch was. Ja, komm her, komm her, komm her. Ich hab dich. Oh, wie resistent bist du denn? Oh gut, aber wir haben wieder voll Energie. Und jetzt Wirbelattacke. Oh, verdammt, zu früh. Das war zu früh. Boah, okay, ich sollte hier vielleicht nicht so viel rumspielen. Aber ich will ihn haben. Ja. Naja, okay. Er bringt natürlich nichts. Egal, egal. Wir machen die jetzt auch noch platt. Ja. Nee, da war ich schon drin. Ich dachte, da war ich, oder ich. Nee, okay, die Quelle mit den Feen, die war doch woanders. Ach nee, wir müssen ja nach unten. Ja, stimmt. Wir müssen jetzt hier noch runter, genau. Und jetzt greift mich hier gleich wieder der Vogel an, beziehungsweise beide. Ah. Ich hasse diese Vögel. So, aber jetzt sind wir hier auch schon ziemlich richtig. Oh, und der verfolgt mich. So. Egal, weg. 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 Wir laufen lieber den Weg, wo, den wir nur mit unseren Pegasus-Stiefeln beschreiten konnten, beziehungsweise den, wo wir die Pegasus-Stiefel für benötigt haben. Jo, das ist also die Welt von Tabata. Aber dahinter befindet sich das Element. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir uns auch mal weiter hier auf den Weg. Denn das nächste Dungeon ist relativ dicht bei. Wow, hier versinke ich. Okay, ich glaube, hier brauche ich dann die Stiefel. So. Pegasus-Stiefel, her damit. So, jetzt probieren wir sie auch gleich mal aus. Ja, haha, damit gehe ich auf jeden Fall mal nicht baden. Denn da bin ich viel zu schnell mit. Oh, Snakes. Wir haben hier einige Schlangen. Ah, guck mal, die Ranke können wir hochklettern. Und ein Glücksfragment haben wir erhalten. Ja, dann schauen wir mal, wo wir hier langkommen. Ja, erstmal wieder Herzen. Das ist auf jeden Fall wichtig. So. Also, fürs Dungeon müssen wir auf jeden Fall nach unten. Okay, aber hier kommen wir, schätze ich mal, nicht weiter. Wäre auch alles ein bisschen zu einfach. Ja, eine höchst merkwürdige Steinstatue. Das sehe ich allerdings auch so. Die versperrt uns hier offensichtlich den Weg. Und ja, ich denke mal, unseren Lösungsansatz, den sollten wir anderweitig finden. Ja, dann komme ich auch nicht weiter. Ne, nicht wirklich. So, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Also so schnell laufen, dass ich dann auch über das Wasser gehen kann. Das funktioniert dann leider doch nicht. Jo, jetzt müssen wir uns erstmal so ein bisschen sammeln, so ein bisschen orientieren. Also, das funktioniert hier schon mal nicht. Oder kann ich da irgendwas machen? Kann ich da vielleicht eine Bombe legen? Damit vielleicht die Statue wecken? Oder kann ich da vielleicht was wegsprengen? Nee, das funktioniert nicht. Nee. Also verdächtig ist natürlich auch das Auge. Meine solche Statuen auch schon mal in einem anderen Zelda gesehen zu haben. auf
Vielleicht etwas anders, in einer etwas anderen Form, aber vom Prinzip her dann wahrscheinlich das gleiche. Also ich vermute jetzt einfach mal, dass das Auge... Oh, jetzt haben mich hier die Schlangen! Dass das Auge nicht so ganz unwichtig bei dieser Statue ist. Da soll ich wahrscheinlich irgendwas mitmachen. So. Und noch mehr Schlangen. So, droppen die irgendwas? Nein, natürlich nicht. Doch. Rubin. Nur zumindest ein. So, wo kommen wir da hin? Jawohl, eine Truhe. Oh, hä? Oh, nee. Das klingt ja mal wieder, aber das sieht immer wieder nach einem kleinen Zwischenboss aus. Na, komm her. Wenn das Schwert nicht hilft, die Bomben helfen. So, komm, friss die nächsten Bomben. So, und nochmal. Jawohl, hat funktioniert. Und hey, wir haben noch einen Glücksbomben mit abgestaubt. Sehr schön. So, und was ist jetzt so Wichtiges in der Truhe, dass wir den Typen hier besiegen mussten? Oh, ein Glücksfragment, aber es ist nicht irgendeins. Es ist ein goldenes. Vielleicht haben die ja eine besondere Funktion. Oder es passiert denn etwas Besonderes? Man weiß es nicht. Werden wir später mal hoffentlich herausfinden. So, aber ich glaube, jetzt kommt hier auch nichts mehr wirklich mal rum. Aus diesen... Ah, okay, doch ein paar Bomben. Die nehmen wir immer wieder dankend mit. Hey, noch ein Glücksfragment. Aber das ist jetzt erst einmal unwichtig. Wir müssen schauen, dass wir hier weiterkommen. Da kommen wir auch nicht durch. Da auch nicht. Ja, es wird langsam, aber sicher etwas tricky. Hier weiter wir... hier voranschreiten. Habe ich hier irgendwas übersehen? Das sieht mir nach einem Geheimgang aus. Aber da komme ich glaube ich so nicht hin. Den Fels, den kann ich nur von der anderen Seite wieder rüber rollen. Mal schauen, wo komme ich denn da hin? Wir brauchen mal wieder die Pegasus-Stiefel. So, dann laufen wir hier mal rüber. Wow, wow, wow. Und zwar möglichst ohne jetzt hier irgendwie Schaden zu nehmen. So, da können wir auf jeden Fall mal klein werden. Das sieht doch schon mal gut aus. Vielleicht kommen wir jetzt hier weiter. Okay, jetzt werden wir wahrscheinlich durch diesen kleinen Baumstamm da durch müssen. Genau, jetzt hier durch diesen Baumstamm durch. Ja, jetzt brauchen wir wahrscheinlich hier unseren Krug wieder. Oder? Laufen? Nee, laufen kann ich darüber nicht. Ah, ja, okay. Ist ja gut. Wir nehmen wieder unseren Krug. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Was haben wir hier? Blüten? So, okay. Ah. Hindernisse über Hindernisse. Jetzt verlangen sie von uns auch noch, dass wir hier rumbalancieren. Okay, wir werden wir rühren müssen. Und jetzt weiter geradeaus. So. Ah, okay, und da oben müssen wir rein. Nur alles voller Kleiner. Was sind das? Käfer? Oder was sind das? Irgendwelche Viecher? Ne, da brauchen wir definitiv Bomben. So, komm Leute, fress das hier. Noch mehr. So, jetzt bleiben noch zwei übrig.
So, komm jetzt aber. So, da war es nur noch einer. Oh Gott. Und ich habe nur noch etwas mehr als ein Herz. Oh Mann. Nur noch 9 Bomben. So. Komm her hier. Ja, dann muss das eben so gehen. Und hey, wir haben noch ein Herz bekommen. So, was haben wir jetzt hier? Ja, wir haben den Bogen erhalten. Damit kannst du Feinde aus der Entfernung treffen. Ja, wie klasse ist das denn? Ja, yeah, Pfeil und Bogen. Das nenne ich doch mal ein nützliches Item. Nope, wir wollen hier raus. Ja, okay, und jetzt müssen wir natürlich hier wieder zurück. So, volle Kraft voraus, würde ich mal sagen. So, jetzt hier ein bisschen zur Seite. Und runter hier. Ja, und ich schätze mal, dass wir jetzt mit diesem Pfeil und Bogen, den brauchten wir wahrscheinlich. Das wird jetzt sozusagen der Schlüssel zum Erfolg sein. Gehe ich einfach mal von aus. So. 30 Pfeile haben wir auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Wow, 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 okay, aber ich nehme keinen Schaden, so wie es aussieht. Das ist schon mal gut. So, da haben wir noch eine Statue. Und die versperrt uns hier den Weg zu diesen Ranken. Hey, wir haben 5 Pfeile erhalten. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Oh, wieder so ein Deko-Händler. Da brauchen wir ein Schild für. Und? Zack. Ja, tut mir leid wegen der Nuss, ne? Ich verkaufe dir auch Pfeile für 30 Rubinen. Nee, mein Lieber, ich hab genug. Dann verschwinde. Ich glaube, ich kann, glaube ich, auch nur 30 nehmen. Also, es hat jetzt eh nichts gebracht. Von daher bin ich voll ausgerüstet. Das brauchen wir nicht wirklich. Und was ich definitiv mal brauche, wären jetzt mal ein paar Herzen hier, ja, sonst bin ich gleich Game Over. Aber wie gesagt, das leidige Thema immer dann, wenn man Herzen braucht, bekommt man auch keine. Das ist schon, ja, aber Glücksfragmente, die bekommt man, weil sie auch so wichtig sind. Und sie uns jetzt auch weiterbringen. So, hier haben wir auch wieder eine Statue. Und okay. Also da kann ich auch nur gegenlaufen. Ja. Wir werden sicherlich einen Weg finden, wie wir hier weiterkommen. Ja. Ja, da kommen wir natürlich auch nicht weiter. Ja, liebe Gamer, wir sind von der Zeit her schon ein bisschen vorangeschritten. Ich würde sagen, für heute machen wir erstmal einen geschmeidigen Cut. Das nächste Mal finden wir garantiert einen Weg zum nächsten Dungeon. Das soll es für heute aber erstmal gewesen sein. Ich bin G6, ich bin raus für heute. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.